Yay, yeah, ich habe mal wieder ein Spieler gekillt. Sind wir erledigt. Captain Ratterzong habe ich erwischt. Ein wunderschöner cool. Name. Ratterzong, weg ist der Balkon. Dann holen wir noch ein paar bisschen Infanterie schnell. Ja, mache ich auch die ganze Zeit. Ich kann wieder Titan holen. Wie alle sich hier in dem Gebäude verschanzen. Aber wir haben noch eine Anti-Titan-Waffe, oder? Drei war das. Ja. Okay. Ah, die macht schon gut Schaden, wenn die hittet. Das tut schon weh. Aua, wenn sie hittet, ja. Die Titans können aber leider auch hitten. Kann man die auch gegen normale Gegner einsetzen? Bringt die was? Ach, von hinten schon wieder. Weil eigentlich, wenn du denkst, so eine Titan, auf diese Titans kaputt machen kann, die müsste ja eigentlich so mega fettige Kugeln haben. Also, die müsste ja eigentlich die Gegner einfach zermatschen. Naja. Aber ja, vielleicht benutzen sie ja Hamachi. Ah. Was? Echt jetzt auch zermatschen? Ist die echt nur Hamachi eingefallen? Nö, das war das erste, was mir eingefallen ist. Die eigentlich war ein bisschen traurig. Ich fand den witzig. Ich versuche jetzt mal zum Schiff zu kommen. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich will mal einen Titan-Kill haben. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich wüsste einfach nicht, wo ich mich jetzt hin evakuieren sollte. Du siehst es auf der Karte. Ankunft in 20 Sekunden. Na ja, gut, gegen zwei Titans habe ich keine Chance. Drei Titans. Ja, die haben. Das Problem ist, die Titans werden das Schiff zerlegen. Ja, aber ich komme nicht wirklich raus, deshalb. Ja, ich habe es geschafft, auf einem von den beiden zu landen, immerhin, als ich rausgeflogen bin. Das ist doch eine schöne Sache. Was relativ cool ist. Wobei, ich finde, man fühlt sich... Ach, kacke, mich hat schon wieder einer erschossen. Und drin. Ja. Damit ihr das auch mal sehen könnt. So entkommt man einer Schlacht, wenn... Ja. Ja, wenn das Schiff hält. Ich kann immer zuschauen, was ihr macht. Ja. Ja, wie komme ich da hin? Ja. Ich bin da drunter. Ich habe dich leider zurückgelassen. Stufe 6. Einziger Überlebender plus 100 Punkte. Gut gemacht. Vielleicht hätten wir ja auch noch überlebt. Ja. Fußvollkills, 16. Das Drachenbursche geht schon wieder nur auf die Bots. Lieber Botkills als gar keine Kills. Ah komm, eine Runde geht noch. Ja. Letzte. Ja, letzte Runde. Na, ihr verführt uns. Oh, wir haben dich verführt. Haut ihr danach ab oder bleibt ihr noch da? Also ich kann noch ein bisschen im TS bleiben so. Ja, können wir ja noch eine Runde spielen. Nein. Nee, also aufnahmetechnisch ist danach Schluss. Aber noch ein bisschen da bleiben, oder? Ja, also wir hatten ja gesagt, dass vielleicht, wenn wir nochmal Zuschauer reinkommen können. Also es wäre eine Frage, ob man das wieder macht. Ja, klar, warum nicht? Denkt dran, Piloten-Loadout jetzt nochmal zum Ende zu machen, ne? Piloten-Loadout? Wo? Wie? Ja, du klickst auf Piloten-Loadout und dann auf eigener Pilot. Ah, ich hab's gefunden, ja. Echt? Macht man das so oder so? Ja. So machen wir das. Ha. Und ich probiere gleich mal das Compact MP. Primärwaffe, ihr könnt raten, was es ist. Die smarteste. Was passt? Ja. Was? Oh nein, das ist los. Nein, ich meine die smarteste. Okay, du kannst sagen, was du willst, aber die ist schon ziemlich. Die ist so geil. Das ist so eine geile Waffe. Ja, aber die ist Noobie. Ist mir egal, die ist so geil. Ja. Ich mag nur Waffen. Normalerweise gibt es diese Smart Rifles ja jetzt auch im echten Leben. Echt? Die Gewehre, die sich selbst ein Ziel suchen, ja. Der Schütze macht selbst fast nichts mehr. Das Perverse daran ist, dass die per WLAN verbunden sind und du deinen Scharfschuss dann gleich auf Twitter teilen kannst oder sowas. Ich wollte gerade sagen, gleich bei Facebook. Ja, das so. Geht. Liken. Gleich liken. So, ich nehme jetzt mal den anderen. Abgeschossen. Mal, gleich liken. Wir nehmen hier den Vierfachrakete. Präzisionsschuss, Artillerie. Nehmen wir die Vierfachrakete. Nehmen wir den anderen Titan. Oh, ist ja nett hier. Ja, es ist schön. Auch wenn das also Wasser ein bisschen komisch aussieht, aber es ist doch ganz nett. Das einzige Problem ist, hier ist eher so eine Whee! Langstreckenkarte. Okay. Baden gehen. Und ich habe mir jetzt eine Kurzstreckenwaffe gesucht. Ich habe eine Smart-Piste mir gesucht. Kann man ins Wasser fallen? Ja. Also mir gefallen die Maps gut. Mir gefällt das Map-Design, das Visuelle gut. Mir gefallen die Maps. Die sind schon tot. An sich gefällt mir auch das Map-Design an sich so. Mit den Wegen, die man hat. Ja, das schon dadurch, dass du vertikal gehst. Ja, hast du halt. Du kannst halt nicht alle Wege hoch, das ist schade. Stufe 7. Aber schon sehr viele. Aber. Was kommt da jetzt runter? Kommen jetzt Gegner runter auf dem Schiff, aus dem da? Na, schade.
Wäre lustig gewesen. Man könnte die Waffen noch ein bisschen modifizieren. Verschiedene Aufsätze, verschiedene Visiere, sowas wäre schön. Das gibt es, das gibt es. Echt? Naja. Was es nicht alles gibt. Ja, doch, gibt's. Ich habe gerade einen Schalldämpfer für meine Waffe, zum Beispiel für die Spectre, mir drauf gemacht. Ne, wie heißt sie? Smart Pistol. Au! Smart Pistol. Captain Ratterzong wieder mal. Das geht doch nicht. Was fällt dem denn ein? So finde ich das aber nicht so nett von dem. Einfach mal hier schießen. Der hat sie doch nicht alle. Ah, ich hasse es von Weitem. Die von Weitem. Ich komme um die Ecke, einer steht vor mir, einfach aus der Hälfte Dauerfeuer. Wie man es von Planet Side gewohnt ist. Wo sind denn alle? Wo sind denn meine kleinen Gegnerlein? Gegnerlein, Gegnerlein. Den heizt sich hier jetzt ordentlich ein, ordentlich ein. Schade. Ordentlich ein. Heute ist er melodisch drauf, ne? Jo, ich hab gute Laune. Ich bin nicht müde, ich hab gute Laune. Vor allem das Witzige ist, ich war eigentlich vorhin richtig müde, aber irgendwie ist das weggegangen. Du das hast generell die Fähigkeit, weil die einfach geil sind. Dich, wenn wir sobald wir aufnehmen, total aufzudrehen auf einmal. Ich bin tot, das habe ich vor allem Fähigkeit. Aber immerhin habe ich einen Pilot mal mitgenommen, Fähigkeit. Ja, dann kann man arbeiten. Ja. Ah, Hilfe. Oh, fuck. Na, 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 solche bösen Worte, Herr Iron Fist. Oh, fuck, da war ein Titan plötzlich vor mir. Das Fug. Nein, ich hieß noch nicht schon wieder zwischen die Füße, ich hasse es. Das passiert mir viel zu oft. Dass du jemanden zwischen die Beine trittst? Nee, er hat mit seinem Bein meinen Kopf und aua. Das ist geil, dass man den Nahkampf. Aber nee, ich glaube, er hat mich sogar geboxt. So schon. Boah, so, shit. Jetzt probieren wir mal den neuen Titan aus. Oh, ich wurde ach komm, schon wieder wurde ich. Mich hat schon wieder einer überrannt, während ich auf meinen Titan gewartet habe. Das ist doch scheiße. Und macht das doch keinen Spaß. Alter, wie der mich gerade zerlegt hat. Aber mein Titan ist noch da, das ist gut. Hoffentlich bleibt er da auch noch kurz. Nein, mein Titan. Mein Titan. Hui. Hä? Was zur Hölle? Von was werde ich. Ich check nicht mal mehr, wovon ich. Erschossen werde, was hier abgeht. So hart teilweise. Ich wollte doch nur zu meinem Titan gehen. Und auf. Hä? Ich würde doch. Mann, jetzt hab ich meinen Titan nicht bekommen, weil ich zweimal überrannt wurde von den Großen. Triple Kill. Oh, da war eine AFK. Ich finde, das Waffenhandling ist bei Planet Side ein bisschen schwieriger, definitiv. Ja, klar. Der war leider nicht AFK, der hier. Was hat der denn für eine Waffe? Krass. Ich müsste mal als Set mir einstellen, dass ich als zweite Waffe irgendwas Gescheites habe. Du kannst als zweite Waffe auch nur noch eine Pistole nehmen. Ah, das ist doof. Aber es wäre halt geil, wenn eine Smart Pistole und dann noch eine Waffe hätte, dass die auf Reichweite ein bisschen geht. Ja, die ist bewusst, wie unfair das wäre. Naja, wäre halt effektiv in jeder Situation. Das ist doch nicht unfair, das ist effektiv. Das ist Logik. König Glenn hatten wir da gerade. Len spielt mit. Len spielt mit. Len ist dabei? Glenn. Nein. Achso. Ich dachte schon. Ähnlich ist aber so. Jetzt hör auf mich abzuschießen, ich hasse das. Ah. Bin ich da. Ihr seht mich nicht. Nein, ihr seht mich nicht. Ich finde das echt schwierig, einen Titan auszuschalten. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich habe gekämpft, aber ich musste gerade hier mich in Deckung bringen. Tut mir leid, Herr Pilot, den ich da gerade erledigt habe. War nicht meine. Oh Mann, ey, wie viel. Es gibt überall nur noch Titans hier, das ist doch. Wenn man keinen Titan hat. Aber die Piloten können sich eigentlich ganz gut wehren, ne? Ja. Ja, das ist schwer. Ich werde jetzt die ganze Zeit nur noch von Titans gekillt. Immer von hinten oder so. Vor allem wenn ich. Ah, ich kann mir aber selber mal wieder einholen. Ja, dann lass uns mal zusammen gehen. Ah, sterbe ich wahrscheinlich vorher eh schon wieder. Also meiner kommt jetzt hier gleich runter. Ich find's ätzend, dass die eine Rakete nur mit Aufschalten schießen kann. So, jetzt können wir ihn immerhin mal kurz ausprobieren, ohne dass wir sterben, hoffentlich. Pilotensteuerung aktiviert. Oh, wo ist er denn? Oh, alles so hell. Können die einen blenden? Seid ihr bereit? Sagt bereit, wenn die Titan gehen. Ich lass ihn drin halten. Jetzt, jedes Mal, wenn ich einen Titan habe, bin ich sofort in der Unterzahl und werde von zwei Leuten massakriert. Immer ein bisschen doof, so.
Alter, wieso blitzt der so? Er hat mich... Hä? Hat er es explodiert und hat mich damit mitgenommen, oder was? Achtung, ich komme auch mit dem Titan rein. Ungeil. Sehr ungeil. Hat es wenigstens eigentlich als Titan-Kill für mich gezählt? Ja, hat's. Na, wenigstens etwas. Ich gehe jetzt mit Silverlight los. Das mit dem Häuser hochlaufen müssen wir aber auch hier noch ein bisschen üben. Das sieht doch sehr ungelenk aus bei mir. Man muss auch relativ früh drücken. Damit sie das machen, was sie machen sollen. Ach Mann, jetzt wäre ich genau auf dem drauf gespringen. Oh, ich kann immer noch auf den drauf springen. Ach nee, ich reite gerade Nasrael. Sachen, die man auch nur in Titan voll sagt. Na, das glaube ich nicht. Ich habe gerade seine Kanone geklaut. Das ist ein Granatwerfer. Sachen, die man auch nur in Titan voll sagt. Wir wurden besiegt. Ach was. Sachen, die man nur in Titan voll sagt. Reiter, Drachenbursche. What? Nein. Aber ich finde es hier sehr schön auf dem Nasrael. Der Drachenreiterbursche. Ja, ich bin der Drachenreiterbursche. Eigentlich bin ich ein Nasrael-Reiterbursche. So. Wo ist dein Evakuationspunkt? Weil wir haben jetzt alle Titanen. Ja, ja, alle. Oh, oh, oh. Alle vor allem. Oh, hinter uns, hinter uns. Hinter uns? Oh. Wenn du bist. Oh, da oben ist das. Das Evakuierungsschiff. Kommt es? Ja. Nein, ich bin tot. Verdammt. Wie gehe ich da nach? Sau. Einfach drauf zurennen. Aber da steht einer, der campt die Leute weg. Ich bin jetzt in meinem Zeit. Das haut ab. Ich weiß nicht, wie komme ich ins Bergungsschiff? Der Bergungsschiff ist abgehauen. Verweigert. Was? Wieso das? So, ja. Ja, mit dem Teich noch nicht schießen würde, wäre ich auch wegrennen. Nee. Oh, ich hab 7 Pilotenkills gemacht. Krasse Scheiße. Oh, 4. Ja. 10-mal gestorben, ja, ist ein bisschen viel. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir noch? Ja, da geht schon die nächste Runde, da müssen wir noch eine Runde machen. Ich hasse euch, das, ne? Ich auch. Ja. Ich spiele jetzt den Brot-Simulator, weißt du, ihr habt Spaß. Oh, eine Runde geht noch. Les aus unser Toast. Du hast Post. Aber dann, okay, sollten, nein, wir auch wirklich. Burn-Cards verfügbar. Materialschlacht. Ach komm, eine Runde. Eine Runde geht noch. Das sollte aber wirklich die letzte sein. Boah, Stufe 3 bin ich hier schon mit der Smart Pistol. Einmal der meiste Spieler mit den meisten Punkten sein. Hätte ich einmal fast geschafft. Ich war aber, zumindest im Team war ich der mit den meisten. Naja. Und man sieht ja auch noch mehr Karten, wenn wir mehr länger spielen. Und es macht Spaß. Wie du nur eine Ausrede suchst. Ja, aber es macht Spaß. Du willst nur nicht mehr, dass ich auch Spaß haben kann. Ja, das ist... Richtig. Du hast mich durchschaut. Oh nein. Lesor. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Ja. Also, da waren wir gerade eben doch schon, oder? Mhm. Ist aber auch so... Eine andere. Südsee-mäßig. Aber nach der machen wir Schluss. Ja, ja. Nee, wirklich. Also, ich bin nach dieser Map raus. Also, was heißt raus? Na, raus. Aus dieser Aufnahme. Ende. Nicht aus dem PS, oder? Das weiß niemand. Außer doch, vielleicht die Leute, die bei diesem Livestream dabei sind. Hm? Hm? Aber ihr, liebe Zuschauer auf YouTube, hättet die Möglichkeit, beim nächsten Livestream selbst dabei zu sein. So, ja, so leise da. Und euch an Nasrael zu reiben. Hm. Ich habe jetzt nochmal den anderen dritten Titan ausgewählt, den ich momentan zur Verfügung habe. Mal schauen, wie der so ist. Die letzten haben wir leider nicht besonders viel gesehen. Also den dritten, das war der letzte, weil wir da relativ schnell... Ja... sagen wir, den Boden uns öfters den Sandboden bekuschelt haben. Naja, passiert. Passiert im Besten. Aua. Aber wir haben welche, die richtig schön flankieren. Ja, ich zum Beispiel. Aua, na, ich hasse es. Ich habe ihn noch gesehen, aber auf die Entfernung. Auf die Entfernung war da nichts zu machen. 2,50 kann ich auch wieder als Titan spawnen. Wir haben diese Burn-Cards noch gar nicht gezeigt. Was sind das für Dinge? Ich hab jetzt... Du hast eine gezeigt? Nimmst du überhaupt auf? Nee, kannst nicht aufnehmen. Leider nicht. Aber er hat sie trotzdem gezeigt. Wenn unheimlich er sie... gern so. Wow. Okay, das war noobig, da hätte ich den eigentlich im Nahkampf gerade killen müssen, aber... Na, ich war egal. Zwei. Nimm zwei. Wir sind ja auch Noobs. Bloß nicht. Stimmt, ich darf noobig sein, ich spiele das Spiel gerade.
Das wäre so ein Spiel, was wir immer wieder mal gegeneinander spielen könnten. Wir sollten eine Battle Season einführen. Aber mit Minecraft, weil das jeder macht. Ja, Minecraft ist nicht individuell. Ja. Um das aber regelmäßig was spielen, Blitzmerker. Spielen zu können, müssen wir es kaufen. Was ist denn das gewesen gerade eben? Ja, Mann, die arbeiten auch zusammen, die Schweine. Was fällt denen denn ein? Solltet euch das generell mal kaufen, ich spiele das gut. Das hier? Hm. Ja, ich bestell's mir. Aber da spielt doch keiner mehr. Compress the Server, wenn es das noch gibt. Ich denke mal schon. Stufe 8. Achso, das war ein Frontsoldat, schade. Ja. Denke ich mir auch jedes Mal. Aber eigentlich ist mir jedes Mal klar, weil ich sonst... Boah, ich hab echt Training aus Planetside, ich merk's derbe. Oh, wir liegen vorne. Planetside ist... Liegt man nicht super. Oben oder unten? Uke und Seme. Der dominante Part liegt immer oben. So. Bisher war ich immer im gleichen Part der Karte. Bock auf Titan? Ja, Titan. Ja, wäre ich dabei. Treffen wir uns? Okay, Titan los. Titan los durch Titan die Nacht. Die Nacht. Okay. Oh, der war aber gut. Können wir einen tollen Song draus machen? Sie was? Das könnten wir glatt mal machen. Voll mit euch macht. Wenn du irgendjemanden hast, der... Tatenlos. Der ne... Talentfrei. Nur Hubs wie wir. Drei. Das hat sich gleich erledigt. Ah, ich hasse diese blöden Titans, die mich immer erschießen. Vorsicht. Aber noch letzter bei uns im Denk Team. Denk doch, dass du... Ja, ich wollte die Fahrzeugwaffe gerade holen. Ja. Oh, fuck. Nehme ich mal wieder meinen eigenen Titan. Oh, habe ich hart kassiert. Der ist jetzt neu, der ist hip. Der neue Titan ist der Hit. Ach cool, jetzt weiß ich sogar, wie viele Moves gibt es eigentlich, an die er sich daran schwingen kann. Ich kann dich reiten. Ja, habe ich doch vorhin schon gemacht. Nein, ich kann einen verbündeten Titan reiten. Was? Titan können sich gegenseitig reiten? Nein, ich als Infanterist reite auf einen verbündeten Titan. Ja, habe ich doch vorhin gemacht. Haben wir alle vorhin gemacht. Nicht alle, fast alle. Alle außer Iron Fist. Ja, ich finde die Idee geil. Ja, das ist doch cool. Du kannst auch richtig gut was reißen. Ja. Gegner. Und deinen Titan-Freund schützen. Ich wurde leider gleich im Kreuzfeuer vernichtet. Ja, ich habe versucht dir zu helfen, aber es waren zu viele. Die arbeiten echt gut. Kann man nicht diese Attacke machen, dass man überall Blitze um den Titan rummacht, wenn einer auf einem drauf hockt? Musst du noch freischalten. Hm. Weil damit hat mich nämlich vorhin einer gekillt. Was mich etwas aufgeregt hat. Ja, man denkt so, hab ich nicht. Naja, ich hatte ihn halt echt fast. Scheiße, ich bin außerhalb der Karte. Ach, die sind schon wieder zu zweit. Jedes Mal, wenn ich einen Titan habe, kommen irgendwelche Leute, die zu zweit sind. Macht doch keine Laune. Oh, von hinten wurde ich gerade genutzt. Von Silverlight, das ist ein Schwein. Ja, ich weiß, dass ich in der Unterzahl bin. Muss mir nicht noch dauernd sagen. Mit Tante. Die sieht aber geil aus. Das hilft mir auch nicht weiter, wenn ich erschossen werde. Egal. Yay, ich habe einen Titan Assist bekommen. Da freue ich mich aber. Achtung, ich hab. Jawoll. Mal wieder einen Piloten ausgeschaltet. Geht doch. So, mein Titan kommt, ich bin auch gleich wieder drin. Das ist schön, das ist schön. Ja, mein Titan wurde vernichtet. Ich schaff's echt immer gegen zwei gleich antreten zu müssen. Jedes Mal. Okay. So, Nasi. Ach, verdammt. Die Schweine kommen zusammen. Wow, Hilfe. Auf einmal fliegt ein Gegner auf mich zu, weil irgendein Titan ihn getreten hat. Du bist schon im Titan. Ja. Ich ruf meinen gleich. Versuch nicht zu sterben. Call on me. Call on me. Über dir. Call on. Das ist ein feindlicher Pilot. Ich versuche ihn mal zu kriegen. Hab ihn. Bin aber zu klein. Nein, ich bin runtergefallen. Es ist teilweise gar nicht mal so leicht, ein so schnell bewegendes Ziel als Titan zu treffen. Nee, wirklich nicht. Mein Feindpilot attackiert mich. Was fällt ihnen denn an? Wow, das ist gegnerischer Titan. Der vor uns?
der mich gerade erschossen hat. Ich laufe so ganz gemütlich auf ihn zu, bis ich gecheckt habe, dass ein gegnerischer war, war schon leider etwas zu spät. So, aber dafür hole ich mir wieder einen eigenen Titan. So seid ihr Titan-Failer. So, mein Titan ist jetzt im Wachmodus. Verdammt. Boah, aber krass, die spammen halt alle einfach nur ihren Titan und stehen an einem Ort. Ja, das finde ich ein bisschen unschön. Aber es funktioniert leider. Ach, schon wieder zu zweit. Sag mal, zu dritt? Ja, leck mich doch. Kein Bock mehr auf das Spiel. Das ist das Einzige, was ich blöd finde, dass sie einfach halt Titan holen und dann... Vorsicht, Titan kommen. Brace yourself, so. Titans are coming. Attack on Titan. Kommt mir so ein bisschen so vor, die kommt von hinten. Die haben uns umzingelt. Ja, sag ja. Keine Chance. Ja, und dann gewinnt halt das Team irgendwie auf Dauer welches. Ja, welches dauerhaft geht halt, wenn einmal fünf Titans hat, die in einer Ecke zusammenstehen. Wird schwer. Warum muss ich denn hinter dir? Nimm mal die Titan, die Anti-Titan-Geschützwaffe. Ich auch bin in dem viel. Ding drinne. Sorry, ich schieße auf seinen wunden Punkt. Versuchen mal zu reiten. Ja. Yep. Hab ihn erwischt. Oh, schön. Glaube ich. Alter, der blöde nukleare Ausstieg, ne? Ach, der Kacke. Der hat mich ja schon so oft erwischt. Ja, ich habe gerade die Titanwaffe noch in der Hand gehabt. Da hat mich einer angegriffen. War nicht so schlau. Schieß halt mit der Titanwaffe drauf. Habe ich aber. Ich war eh schon angeschlagen von dem netten Titan-Ding. Okay. Vom netten Herrn Titan. Der mich zu Fall gebracht hat fast. Wachenbusch, ich bin hinter dir. Okay, cool. Da vorne ist ein Gegner. Ne, es sind nur zwei normale. Sag Bescheid, wenn unsere Titans bereit sind. Hinter uns ist ein Pilot. War einer. Sehr gut. Das ist der Sprecher aus Dawn of War gerade gewesen. Ja, wo? Hab einen ausgeschaltet. Hier? Nein, ich werde erschossen. Scheiße. Zu spät. Noch einen ausgeschaltet. Oh, nicht ernsthaft schon wieder? Boah, ey. Ja, die Titans kann man also immer noch holen, oder? Diesmal waren sie aber gar nicht so schlecht. Ja, ich spawn jetzt einfach als einer. Sollen sich doch noch die Punkte holen. Ja, hab ich immer noch einen Bauschuss gegeben dem anderen Gegner. Noch? Ich find's echt schwierig. Also ich finde das Spielkonzept geil, aber irgendwie ist geht nicht ganz auf. Also ein Titan-bestritter Schlachtfeld ist irgendwie nichts Besonderes so richtig. Wo ist mein Titan eigentlich? Ach, da vorne. Komm her. Komm her, mein Süßer. Sehr gut. So, ich sitze. Aber es läuft bei mir durch, geht mit 60 Frames, das finde ich toll. Boah, was hast du da eigentlich für eine Wumme? Wer? Du. Die normale. Anfangs. Ach so. Krass aus. Nein, jetzt ist es zu Ende. Ich hätte ihn halt noch besiegt. 8 Pilotenkills. Oh, traurig. Na gut, 3 Pilotenkills. Das ist offensichtlich nicht mehr besser. Wir verabschieden uns aus Titanfall, aus dem dritten und diesmal letzten Spiel der 6. Gaming Late Night. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eventuelle Kommentare. Über die freuen wir uns nämlich immer am meisten. Und von mir aus, macht's gut. Hoffentlich und sehen wir uns das nächste an. Mal. Betet uns an. Ja, ich wollte noch irgendwas Sinnloses einwerfen. Das kannst du immer sehr geschafft. Gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.